Leute, es gibt endlich gute Neuigkeiten in Sachen Cross-Progression. Egal, was ich jetzt sage, die meisten von euch werden wahrscheinlich trotzdem denken, kommt sowieso nicht, geht schief, wer weiß, wie lange wir noch warten sollen, das wird eh nichts dieses Jahr und so weiter und so fort. Ich verstehe, warum viele so denken. Ich denke auch irgendwo so ein Stück weit so, weil es lange, lange angekündigt wurde. Aber ich verstehe auch, warum es bis heute nicht da ist. Der Game Director hat sich zu Wort gemeldet von Apex Legends und gibt Hoffnung, dass wir relativ zeitnah, nicht in Season 16, verabschiedet euch definitiv von diesem Gedanken, aber relativ zeitnah sollen wir endlich Cross-Progression bekommen. Es scheint auch schon fertig zu sein, aber sie meinen, Moment, das ist der falsche Text, sie schreiben, wir freuen uns auf jeden Fall über das kommende Cross-Progression. Es war sehr knifflig, das umzusetzen und wir wollen aber sicher sein, dass wenn es rausgebracht wird, dass es auch funktioniert, weil es gibt nur diese eine Chance, es rauszubringen. Dann muss es funktionieren, wenn da was schief geht, ist das richtig kacke und im Endeffekt wahrscheinlich euer Fortschritt. Und das ist genau das, was ich seit vielen, vielen Monaten predige für alle, die da so extrem aggressiv oder so eine negative Meinung haben, warum das nicht kommt und alle so negativ eingestellt sind. Das ist einfach ein Fakt. Natürlich sind die Leute verärgert, wenn sie ihren Fortschritt nicht auf PC wechseln können und so weiter und so fort. Aber was bringt es, das jetzt auf Krampf rauszubringen vor einem Jahr, wo es eigentlich schon locker raus hätte kommen sollen, wenn es dann nicht funktioniert und dann switcht ihr von PlayStation auf PC und auf einmal ist alles weg. Dann sind deine Skins weg, dann ist vielleicht deine ganzen Kill-Badges weg oder keine Ahnung. Ist es das denn wert? Dann lieber so lange warten, bis es wirklich safe kommt. Ihr kennt es doch alle, wenn eine neue Season kommt, ein neues Event, es gibt immer wieder irgendwelche Probleme. Und Cross-Progression, dafür wurde das Spiel nicht entwickelt, so wie es, keine Ahnung, bei Fortnite und Co. der Fall ist. Ich kenne die ganzen Battle Royale-Spiele nicht, wo das alles möglich ist, aber es ist jetzt nur ein theoretisches Beispiel. Cross-Progression war nicht für Apex Legends vorgesehen. Und mit diesem Standpunkt muss man einfach mal rangehen, zu wissen, dass das für dieses Spiel neu konzipiert werden musste. Ich bin kein Programmierer, ich habe keinen Plan, aber ich bin mir sicher, dass das echt ein hartes Ding ist, das so zu gestalten, dass es nachher auch alle zufriedenstellt. Also bleibt uns nur noch zu hoffen, dass es bald passiert. Und wenn ich noch ein Jahr warten müsste oder zwei Jahre, es wäre mir vollkommen Hupe. Es muss funktionieren und das ist das, was eigentlich im Fokus stehen sollte. Natürlich, wenn viele denken, dass Apex Legends bald stirbt, was ich definitiv nicht glaube, weil Season 16 einfach eine Menge vieles, also viel geiles Zeug verspricht, was neu sein wird und wahrscheinlich eine Menge Hype auslösen wird. Und ich bin mir auch sicher, dass das alles so kommen wird, geil wird. Und deswegen denke ich, es lohnt sich auch darauf zu warten und einfach mal die Füße stillzuhalten, bis es dann endlich soweit ist. Und jetzt höre ich mir trotzdem gerne euren Shitstorm gegen Cross-Progression an, dass es doch sowieso nicht kommt und dass doch alles ganz, ganz armselig ist. Für all die, die das so ganz dramatisch finden, viel Spaß bei Fortnite. Ich wünsche euch was. Ciao.